Joch, mein Junge. Schatz, jetzt haben wir einen Sohn? Ja, wir haben einen Sohn und ja, schau mal, wie süß er ist. Ich kann ihn jetzt ein. Wo bin ich? Ja, wir sind deine neuen Eltern. Meine neuen Eltern? Ja, mein Kind, wir werden uns jetzt um dich kümmern. Und schau mal hier, meine Frau hat dir auch schon ein Lolli gegeben. Hier hast du was. Ihr seid gar nicht meine Eltern, meine Mama, die sah anders aus. Ach, ja, schau mal, du hast einen Lolli, findest du den nicht? Ich will keinen Lolli, ich will zu meinen Eltern zurück. Ach, guck doch, ich bin doch deine Mutter schon, von daher, guck mal. Hier, ich lächle auch, damit du vielleicht dann Das heißt, ich lebe jetzt bei euch ab sofort? Ja, du lebst bei uns ab sofort. Bist du nicht damit zufrieden? Ich vermisse meine Mama. Oh, ich bin deine Mama dann schon. Ja, wir sind jetzt deine Eltern, also auch alles gut, weil schau mal hier, unser Haus ist riesig. Und hier wirst du dich wohlfühlen. Hier wird dir ja nichts fehlen. Was möchtest du haben? Möchtest du mehr von diesen Lollis haben? Nein, ich will noch was anderes nehmen. Hier hast du noch ein Bonbon. Danke, aber ich bin satt. Ich habe keinen Hunger. Ich will einfach nur zurück nach Hause oder irgendwo anders hin. Aber wenn ich jetzt hier sein muss, na gut, dann ist das jetzt hier mein Zuhause. Weißt du was, mein Junge? Deine Mama und ich machen erstmal was zu essen. Und ja, genau. Du kannst erstmal spielen gehen in Ruhe. Na gut, wenn es sein muss. Naja, Franz, also ich meine halt, was zu essen können wir nicht wirklich. Wir können einfach unseren Butler fragen, ne? Ja, Beate, ich weiß, dass wir unseren Butler fragen, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich sag mal eben, dass wir was kochen, damit er sich wohlfühlt. Ach ja, danke schön, weil ich hab schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gekocht, deswegen ich dachte schon so, ich möchte nicht unser Baby am ersten Tag schon vergiften. Ja, das stimmt, Schatz. Ach, Schatz, setz dich erstmal hin. Ich gehe zum Butler und ich rede mit ihm. Ah ja. Guten Morgen, Sir. Was darf's denn sein? Ach, wissen Sie was? Wir haben ein Kind adoptiert, aber das wussten Sie ja schon. Fabelhaft. Na, das ist doch mal eine tolle Nachricht. Nachwuchs für die Königsfamilie. Ja, ganz genau. Das Kind ist auch schon eingetroffen und meine Frau und ich würden in der Küche warten und Sie würden das Essen servieren. Und ach, übrigens, bitte sagen Sie dem Kind, dass wir das vielleicht zubereitet haben. Alles klar. Steht zu Diensten, Meister. Super, dann gehe ich mal zu meiner Frau und wir sprechen in Ruhe und dann kommen Sie mit dem Essen einfach, wenn es fertig ist. Jawohl! So, Schatz. Ja. Ja, ich habe dem Butler jetzt Bescheid gegeben. Ach, super. Was glaubst du denn? Ich hoffe einfach, unser Kind fühlt sich einfach wohl bei uns. Ja, ich glaube, wir müssen. Wir haben doch unten irgendwo oder oben, ich weiß es jetzt nicht. Wir haben auf jeden Fall noch irgendwo ein Kinderzimmer. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Kinderzimmer für ein Kind, also ob es für unseren kleinen Baby halt am besten ist, aber wir können auf jeden Fall mal gucken, ob wir, ich weiß nicht, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß. Wir brauchen ein bisschen Spaß. Wir können entweder irgendwie so ins Kino gehen oder du, wie gesagt. Schatz, das Kinderzimmer oben ist schon eingerichtet und Spaß mit dem Kind werden wir auch haben. Du hast recht, das ist eine gute Idee. Wir sollten vielleicht was mit dem Kind unternehmen. Lass uns doch mal vielleicht ins Kinderzimmer gehen und gucken, was der Kleine so macht. Ja, klar, und vor allem, ich meine halt, der hat auch bestimmt noch keine Klamotten. Wir können doch einfach nur wieder Klamotten kaufen gehen. Ja, wir waren zwar vor 2 Stunden Klamotten kaufen, aber shoppen kann nie genug sein, ne? Ja, auf jeden Fall hast du recht. So, wir gehen erstmal schauen, was der Kleine macht. Ich fühle mich hier nicht wohl. Alles ist hier überhaupt nicht schön eingerichtet und ich vermisse immer noch meine richtigen Eltern. Meine Adoptiveltern die sind überhaupt nicht so nett wie meine eigentlichen Eltern und mein Zimmer, das ist auch überhaupt nicht schön. Ich weiß gar nicht, wer das hier eingerichtet hat, aber diese ganzen Spinnweben und alles ist unordentlich und hier sind Bretter vor dem Fenster. Das ist alles überhaupt nicht schön. Und zu Hause war das viel schöner und ich weiß echt nicht, wie lange ich das hier noch aushalte. Meine neuen Eltern, die waren auch wirklich echt ein bisschen komisch. Ich hoffe, dem Jungen gefällt sein Zimmer. Was sagst du? Ja, ich weiß, dass halt das Haus ist zwar richtig alt und wir können nicht wirklich viel hier machen, aber es sieht schon in Ordnung aus. Und ich meine, wir haben auch schon so eingerichtet, soweit es geht, ne? Beate, hörst du das? Weiter, etwa?
Kleiner, alles gut? Schatz, alles gut? Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt Schatz nennen kann, weil... Was ist denn los? Gefällt dir dein Zimmer nicht? Ich fühle mich hier nicht wohl. Zu Hause war es viel schöner. Ja, wir wissen es, aber das ist jetzt dein neues Zuhause. Das ist dein neues Zuhause, ja. Wir wissen auf jeden Fall, dass das Haus ein bisschen älter ist, aber... Es ist halt riesig. Das ist einer unserer Häuser. Also wenn du willst, können wir auch in ein anderes Haus gehen. Ja, genau. Wir können gerne umziehen. Wir können umziehen, wo du möchtest. Wir können jetzt, Schätzchen, lass uns einfach nur mal spazieren gehen. Wir können doch gerne irgendwie einkaufen gehen. Oder in ein Kino. Wir können dir alles kaufen, was du möchtest. Ich will nichts zu essen, ich habe keinen Hunger und ich will auch nicht ins Kino und ich will auch nicht in eins eurer anderen Häuser. Euer ganzes Geld, das bringt nichts, weil ihr seid trotzdem nicht meine richtigen Eltern. Ich vermisse immer noch mein altes Zuhause und hier ist es auch überhaupt nicht schön eingerichtet. Und ja, dann machen wir das. Komm, wir gehen jetzt einfach nur in den Läden. Schatz, einen Moment, wir kommen gleich wieder. Schatz, was können wir denn machen, dass es ihm gefällt? Also, mir fällt doch nicht sein. Sollen wir vielleicht was mit ihm unternehmen? Ich versuche es doch die ganze Zeit ihm zu sagen, dass wir was machen können, aber ich verstehe nicht, warum der einfach nur zu allem Nein sagt. Ich meine, wir können doch wirklich einfach nur was... wenn es ihm nicht gefällt, wie es hier eingerichtet ist, dann lass uns einfach nur gerne irgendwie so einkaufen gehen und einfach nur mal kaufen, was er alles möchte. Wir haben doch Geld dafür. Ja, natürlich, das Geld haben wir dafür, Schatz. Oder wir fragen ihn einfach, was ihm gefällt. Was macht ihm so Spaß? Wir fragen ihn einfach mal. Hey, Schätzchen. Hi. Hallo. Wir wollen was mit dir unternehmen. Was magst du denn so? Was magst du denn so? Und was machst du denn so gerne in deiner Freizeit? Also, ich habe gerne immer Videospiele gespielt und Basketball. Das hat mir auch immer Spaß gemacht. Aber das war immer ganz cool, aber irgendwie habe ich auch darauf gerade keine Lust. Habt ihr hier einen Fernseher? Einen Fernseher haben wir hier schon, also... Haben wir einen Fernseher? Ich weiß es nicht, wirklich gesagt. Wir müssen mal unseren Butler fragen. Ja, Schätzchen, eigentlich, wir könnten eigentlich, ich glaube, es gab noch irgendwo in der Stadt, gab es einen Laden mit so, da kamen auf jeden Fall irgendwie so diese Spiele, Videospiele, diese Computerspiele, du hast recht. Da gehen wir hin. Lass Schätzchen, uns dahin. Wir haben was für dich vor. Wir haben eine kleine Überraschung. Wir treffen uns unten an der Tür und dann kommst du zum Auto und dann fahren wir dorthin. Na gut, aber ich vermisse immer noch mein altes Zuhause. Ja, wir gehen erstmal spielen eine Runde und danach wird es dir vielleicht besser gehen. So, komm mit, Schatz, wir gehen da. Komm. So, Schatz, das war eine hervorragende Idee von dir mit dem Videospieleladen. Also da fahren wir jetzt hin und dann wird er sich erstmal direkt mal freuen. So, Schatz, hier wären wir. Schau mal, ist das nicht eine tolle Überraschung? Ja, hier ist das ganz cool. Das sieht echt cool aus. Ist ganz schön bunt. Also, ja, ist eigentlich ganz, ganz nett von euch gewesen, dass ihr mich hier hingebracht habt. Ja, guck mal, Schätzchen. Guck mal die Musik hier. Ja, stimmt, man kann ja hier tanzen. Oh, ich habe das schon seit der ganzen Zeit nicht mehr gemacht, aber okay, wir tanzen jetzt einfach nur mal. Oh, das macht dir wirklich Spaß. Darf ich Basketball spielen? Ja, natürlich. Klar, du kannst nimm den Basketball und wirf. Du kannst auch gerne. Wow, mein Gott, du hast es geschafft. Yay. Und unser Sohn ist anscheinend richtig talentiert. Wow, wie machst du das denn? Ja, ich will später Basketballer werden. Das wirst du auf jeden Fall. Das wirst du auf jeden Fall, vor allem mit unserem ganzen Geld, was wir haben. Wir können uns einfach nur alles leisten. Schatz, weißt du was? Ja, ich weiß. Ich kann mir schon denken, was du sagen willst. Wir kaufen ihnen einen Basketball-Trainingsplatz. Ja, nicht nur. Auf jeden Fall, das machen wir schon. Aber ich meine, wenn es ihm hier schon so gefällt, dann sollen wir einfach nur mit der Ladensbesitzerin mal einfach nur sprechen. Ja, und einfach gute nur Idee. Ganz den ganzen Laden hier kaufen. Ja, wir kaufen den Laden, super. Ja, mein Junge, auf was hast du denn noch hier Lust? Möchtest du vielleicht an was anderes spielen? Ich möchte Air-Hockey spielen. Okay, Air-Hockey. Okay, Schatz, spielst du das mit ihm? Weil ich weiß nicht wirklich, wie das geht. Ich gucke einfach nur mal. Ist denn Air-Hockey das hier, mein Junge? Das ja, hier genau, das soll das sein, glaube ich. Genau. Dann spielen wir Air-Hockey. Oh, mein Junge, du bist ja viel besser als ich. Oh, nein. Ja. Oh, und da hast du dir das Problem. 1-0. Oh, und ist dein Papa gut? Ja, aber nicht so gut wie ich. Oh, nein. Nein. Oh, der Papa, was hast du jetzt? Eigentor. Oh, mein Junge, bis drei. Okay.
13-0, gewonnen! Geschafft. Yay. Wieder geschafft! Unser Sohn ist so talentiert. Das macht so viel Spaß. Ja, erst ist er gut im Basketball und jetzt hat er mich schon im Airhockey besiegt. Also unser Sohn ist so gut. Ach ja, oh, Schätzchen, möchtest du noch was spielen oder möchtest du jetzt schon so bald nach Hause? Oder Ich hab Hunger. Du hast Hunger, das Essen muss doch fertig sein. Na klar, wenn du möchtest, wir können entweder nach Hause gehen und einfach nur da zu Hause essen oder wir können auch in einem Restaurant essen. Oder aber wir können dann später noch Deko kaufen für dein Zimmer oder was möchtest du? Wir können dir alles kaufen, was du möchtest. Ihr müsst nichts für mich kaufen. Also mein Zimmer ist auch gar nicht jetzt so schlimm. Ich habe nur Hunger auf irgendwas. Du hast nur Hunger. Okay, und so schlecht, ja, dann sind wir doch nicht, oder? Wir sind doch nicht so schlecht. Nein, vielleicht seid ihr wirklich gar nicht so übel. Aber ich hab am Anfang halt ein bisschen mein altes Zuhause vermisst. Ja, das ist auch verständlich. Das vermisst man ja natürlich. Und vor allem jetzt in deinem Alter, wo du einfach nur so klein bist. Aber wir werden auf jeden Fall uns bemühen, gute Eltern für dich zu sein. Auf jeden Fall, mein Junge. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Hause und essen mal eine Runde. Ja, der Butler hat es auch schon für uns was gekocht. Wir haben was gekocht. Schätzchen, klar. Oh, cool. Okay, dann will ich jetzt nach Hause. So, vielen Dank. Gern geschehen. Dann gehe ich zurück in die Küche und mache schon mal den Abwasch. Und wenn Sie eine Bitte haben, dann melden Sie sich gerne. Okay, ja, super, danke. Ja, klar, Schatz, wir haben es ja eigentlich gekocht. Ja, ist nicht so schlimm. Ich meine, früher oder später merkt er es ja sowieso. Kindchen, sag mal, wie gefällt dir denn das Essen? Magst du Spaghetti? Ich mag Spaghetti mega gerne, danke. Das war das beste Essen überhaupt, danke. Ja, gerne. Schatz, gerne. Du hast Reis geholt? Ja, ich habe mir Reis geholt. Ich hatte nicht wirklich so viel Lust auf Spaghetti, aber... Die schmecken mega gut. Ich habe jetzt schon alles aufgegessen. Wow. Ach, schön. Ich koste auch mal. Vorzüglich. Also die Spaghetti macht da wie immer gut. Ja, aber der Reis ist auch total lecker. Auch total lecker, oder? Sehr gut. Mm. Ja, mein Junge, weißt du was? Jetzt, da du gegessen hast, kannst du ja vielleicht auf dein Zimmer gehen und spielen. Hast du nicht Lust darauf? Ja, mega gerne. Ich gehe auf mein Zimmer. Ach, mein Schatz, ich bin so froh, dass es dem Jungen hier doch bei uns ganz gut gefällt. Ach ja, ich hatte wirklich auch schon so wirklich Angst, dass es dann alles nicht klappt. Aber ja, mal gucken. Das war ja erst gerade der erste Tag mit ihm. Und ja. Ich hatte auch meine Bedenken, aber es hat sich doch alles ins Positive entwickelt. Ja, ne? Also ich freue mich tatsächlich auf die nächsten Tage mit ihm und nicht die nächsten Jahre. Übrigens, Schatz, wir müssen uns doch darum kümmern, den Spielecenter zu kaufen. Darum müssen wir uns auch noch kümmern. Ja, stimmt. Und noch Basketball-Trainingsplatz, ne? Das müssen wir auch noch. Ja, auch noch, stimmt. Ach, Schatz, wir haben so viel zu tun. Weißt du was? Das Ganze machen wir jetzt. Wir gehen zum Butler und wir erledigen das. Ach, die nächsten Jahre werden so hervorragend. Ah, ich freue mich schon.